20 Minuten, die in die Geschichte eingehen werden. So lange dauert die erste Demonstration für die Rechte von Schwulen und Lesben in der Ukraine. Wir sind hier, um für Menschenrechte zu demonstrieren und um ein Zeichen zu setzen gegen Diskriminierung von Homosexuellen in der Ukraine. Sich offen zur Homosexualität zu bekennen, in der Ukraine ist das noch immer extrem mutig. Für sein Recht auf die Straße zu gehen, sogar gefährlich. Mehrmals versuchen Gegner des Marsches, die Demonstranten zu stören. Aber die Polizei schützt sie. Auch das bemerkenswert. Auch im Nachbarland Russland wollen Aktivisten heute auf die Straße. Im Vorfeld hatte die Regierung die Kundgebungen verboten. Als die Aktivisten sich dann aber doch ohne Genehmigung vor dem Bürgermeisteramt in Moskau versammeln, greift die Polizei ein, nimmt zahlreiche Aktivisten fest. Unsere Regierung verbietet öffentliche Aktionen der homosexuellen Szene. Wir müssen etwas dagegen tun. Auch Russlands bekanntester homosexueller Aktivist Nikolai Alexejew wird für diese Worte festgenommen. Es ist ein zähes Ringen um mehr Rechte für Homosexuelle.